Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es einmal mehr um das Thema richtig füttern. Und mit richtig füttern ist heute nochmal das Thema gemeint, ja, wie viel fütter ich denn? Denn man könnte es sich ja ganz einfach machen und sagt, okay, jedes Frühjahr nehme ich meine Fische aus dem Teich raus, wiege sie alle einzeln, dann habe ich die Gesamtfischmenge und dann mache ich einen Futterquotienten. Das heißt, ich sage zum Beispiel, okay, ich fütter 1% pro Kilogramm pro Körpergewicht pro Tag und das mache ich so einfach und dann wird schon alles gut sein. Dummerweise ist es aber so einfach nicht, weil wir haben zum einen den Einflussfaktor Wassertemperatur. Wir haben aber auch verschiedene andere Einflussfaktoren. Ich will nur sagen, zum Beispiel im Frühjahr, wenn die Fische Laich und Sperma ausbilden, dann verwerten sie Futter anders als zum Beispiel im Herbst, wenn das Laichgeschäft abgeschlossen ist und sie praktisch nur noch sich auf das Thema Wachstum konzentrieren. Dazu kommt aber auch noch, dass in den meisten Teichen nicht Fische einer Größe sind, sondern unterschiedlicher Größen. Und das alles muss ich irgendwie unter einen Hut bringen. Dazu kommt dann natürlich auch noch das Thema, wie gut ist denn tatsächlich mein Biofilter, wie gut ist mein Teichsystem überhaupt. So, und jetzt wird es natürlich ganz komplex. Das heißt, ich mache jetzt erstmal Folgendes, ich muss jetzt mal eingrenzen, worüber ich hier rede. Und das mache ich mal ganz deutlich. An alle die, die einen schlechten Teich haben und deren Fütterungsmenge limitiert ist durch die schlechte Qualität ihrer Filtertechnik, denen muss ich sagen, das finde ich scheiße, weil damit haltet ihr eure Fische nicht so, wie man sie halten müsste und damit haltet ihr sie nicht tiergerecht und damit auch gegen das Tierwohl und das finde ich ist scheiße. Und deswegen wäre meine Bitte an euch, entweder lasst das Hobbykoi sein oder baut eure Anlage so um, dass ihr vernünftig eure Fische füttern könnt, in dem Maße, wie sie es brauchen. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Ja, was brauchen sie denn? Wenn ich in die Literatur gucke, dann finde ich da irgendwelche Futterquotienten. Ich sage jetzt mal, beim großen Koi, so ab 60 cm sind wir irgendwo bei 1 oder 0,5. Bei einem kleinen Koi sind wir durchaus auch bei 3% pro Kilogramm und Körpergewicht pro Tag. So, und das Problem ist, wenn ich jetzt große und kleine im Teich habe, ja, was mache ich denn dann? Ne? Und das ist eben das, wo ich dann nicht mehr sagen kann, ich fütter so und so viel Prozent, sondern wo ich sagen kann, jetzt wird der Koi-Halter gefordert, jetzt muss er hier richtig Kompetenz beweisen und muss richtig gucken, dass er das Problem gelöst kriegt. So, und da gibt es ein paar Tricks, die man anwenden kann, um das Problem zu lösen, respektive um das Problem zu mildern. Lösen kann man es nicht. Die beste Variante wäre tatsächlich, wenn man Fische nur einer Größe im Teich hätte. Wobei auch dann ist es gar nicht so einfach, weil es gibt gute Futterverwerter, es gibt schlechte Futterverwerter und es gibt vor allen Dingen auch stürmische Koi. So Klassiker sind Karashis und Chagois, die sind immer die ersten beim Futter und auch die letzten. Und dann gibt es eben andere Varietäten und auch immer andere Fischtypen, die halt mit dem Arsch nicht hochkommen und die eine halbe Stunde brauchen, bis sie mitkriegen, dass Futter da ist. Und das ist eben so die Gesamtgemengelage und deswegen ist es in einem normal besetzten Keuterich halt wahnsinnig schwierig, so zu füttern, dass es weder fette Fische noch zu dünne Fische gibt. Und da muss man halt eben schauen und da gibt es eben so ein paar Rädchen, an denen man drehen kann. Aus meiner Sicht das wichtigste Rädchen oder die wichtigste Maßnahme, die man anwenden sollte, ist ein Futterautomat. Dieser Futterautomat sollte ab 16 Uhr bis morgens um 10 Uhr eingestellt sein, dass er alle 2 Stunden den Fischen eine kleine Ration gibt. So, und der Vorteil dieser Variante ist der, dass die Fische keinen Heißhunger mehr haben, weil sie ja wie in der Natur immer eine Kleinigkeit fressen. Und damit eben nicht so, ich sage jetzt zum Beispiel der Klassiker, wo über Tag von Hand gefüttert wird, da wird morgens, mittags und abends gefüttert. Das heißt, morgens früh haben die Fische, wenn die Parameter entsprechend gut sind und wenn die Fische nicht gerade am Ersticken sind, haben die richtig Kohldampf und dann geht die Luzi ab. So. Und das ist natürlich Käse. Und dieses Füttern mit dem Automaten hat halt den Vorteil, der Heißhunger ist weg und es hat den Vorteil, die Wasserbelastung ist gleichmäßig und damit arbeitet euer System besser. Zweite Stellschraube, an der man drehen sollte, ist die Pelletgröße. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich eigentlich, nicht eigentlich, sondern 3 mm, fast schon 2 mm Pellet bevorzuge. Warum? Weil die großen Fischchen brauchen viel, viel länger, bis sie die gleiche Menge wie bei einem 6 mm Pellet gefressen haben. Und die kleinen Fische haben so die Chance, in der Zeit mehr Futter abzugreifen und dadurch eben mehr pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen als die Großen und damit auch eben das zu kriegen, was sie brauchen, ohne dass die Großen zu viel fressen und eben zu fett werden.
Die nächste Stellschraube ist Bewegung. Ich habe es mittlerweile so eingerichtet, dass ich während der ganzen Tageszeit, also von morgens um 7 bis abends um 7, eine Strömungspumpe laufen habe, die nochmal für eine stärkere Strömung sorgt, die wiederum dazu führt, dass die Fische mehr am Schwimmen sind, als sie das ohne die Strömungspumpe tun. Das konnte ich einfach auch feststellen. Was bedeutet, dass sie einfach ihre Muskeln mehr betätigen müssen. Und dann sind sie genau wie wir Menschen. Wenn ich Muskeln betätige, wachsen die, statt dass ich eben nur die Nahrung in Fett umsetze und im Körper einlagere. So, und mit dieser Gesamtgemengelage ist es mir dann auch dieses Jahr gelungen, wirklich einen ganz guten Effekt hinzukriegen, dass die Kleinen gut wachsen und die Großen nicht übermäßig fett werden. Allerdings, so muss ich auch dazu sagen, unterliegt das der permanenten optischen Kontrolle. Das heißt, ich bin immer dabei, mit zunehmender Wassertemperatur meine Futtermenge zu steigern. Ich habe mal vor vielen Videos irgendwann gesagt, so eine Faustformel ist, dass das letzte Futter so bis 30 Minuten auf der Oberfläche zu sehen sein soll. Da gehe ich mittlerweile auch ein bisschen runter und sage, also 20 Minuten reichen auch aus, weil die 30 Minuten, dann ist es, glaube ich, schon zu viel Futter. Und das Zweite ist halt, dass ich einfach schaue, wie entwickeln sich die Fische. Und ich hatte ja auch erzählt, ich hatte im letzten Jahr zu viel gefüttert, da waren einige Fische fett geworden. Das konnte ich jetzt also nicht kompensieren, sondern die Fische haben wieder abgenommen. Die sehen jetzt wieder besser aus. Die haben halt über den Winter dann doch ein bisschen was verloren und jetzt übers Frühjahr und den Sommer auch. Das heißt, ich habe die Futtermenge und mit diesen Maßnahmen, die ich euch eben gesagt habe, das erreichen können. So, und jetzt bin ich halt eben sukzessive am Steigern oder habe, als es anfing so warm zu werden, die Futtermenge sukzessiv gesteigert und muss jetzt halt schauen, dass mir die Fische nicht wieder aus dem Leim gehen, ein gutes Wachstum haben, aber eben nicht fett werden. Und das mache ich mit den eben beschriebenen Maßnahmen und bin da momentan ganz zufrieden. Fazit, worauf ich hier hinaus will, ist, es ist halt nicht so einfach. Es ist halt nicht so, dass man sagen kann, also ein Kilo Futter in Teich ist zu viel oder zu wenig. Oder ich sage jetzt mal 500 Gramm sind zu viel oder zu wenig. Oder du musst ein Futter füttern mit 42% Eiweiß oder mit 38. Auch hier nochmal, bleibt lieber unter 40%, eher unter 38%, weil die meisten Teiche kommen sonst mit den Wasserparametern nicht mehr klar. Und oder aber die Fische mit den Ausscheidungen an der Kieme. Da ist es einfach sicherer, auf der safen Seite zu sein, als da irgendwas zu riskieren. Und ganz im Ernst, ob die Fische nun ein Jahr früher 80 cm haben oder ein Jahr später, mein Gott, wen stört das eigentlich? Ne, dieser Hype, dass die Fische möglichst schnell, möglichst groß sein müssen, ist halt auch ein bisschen fragwürdig eigentlich. Also ich persönlich finde es schön, wenn ich in der Lage bin, dass die Fische wachsen, aber wenn ich eben auch in der Lage bin, dass sie dabei schön bleiben und keinen Hängebauch kriegen oder eben nicht fett werden und auch dann als große Fische wirklich noch schön aussehen. Und das ist eben nicht einfach und das ist einfach eine Sache, wenn du das erreichen willst, musst du lernen und lernen kannst du nur, indem du aufmerksam etwas tust und dann auch reflektierst, was daraus entstanden ist. Und das war jetzt eigentlich auch das Ziel dieses Videos, dir einfach noch mal ein bisschen so Tipps zu geben, was die Stellschrauben beim Füttern sind. Ich finde, Füttern ist neben dem Keulkauf wirklich mit eins der schwierigsten Sachen. Die ganze Teichtechnik, das kann man alles nachlesen oder auch mich fragen, wie das geht und was man da tun muss, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber füttern muss ja jeder Teichbesitzer, jeder Koi-Hobbyist selber. Und ja, das ist einfach sehr tricky. Mal ganz davon ab, dass es ja eben unendlich viele verschiedene Futtersorten gibt, die man nehmen kann. Und eben auch ganz viele, die eigentlich gar nicht für unsere Koi geeignet sind. Oder die sie sogar krank machen, weil sie die falsche Menge an Vitaminen oder Zusätzen drin haben, die dann leberschädigend sind. Kommt leider alles vor. Und ja, das ist eben der Punkt. Und da muss man einfach wirklich sich ganz, ganz viel informieren und idealerweise bei unabhängigen Quellen und nicht dort, wo das Futter verkauft wird. Passiert leider auch immer wieder, dass da Leute um Rat gefragt werden, deren einziges Interesse darin besteht, zu verkaufen. Gut, wer das tut, der ist selber schuld, aber mehr möchte ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ich denke und hoffe, ihr könnt zwischen den Zeilen lesen. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen und wenn es zu dem Thema weitere Fragen gibt, zu deinem spezifischen Teich, bitte gerne, ruf mich einfach an. Wenn ich gerade Zeit habe, gehe ich dran. Wenn ich keine habe, rufe ich garantiert zurück. Telefon 02236 322 8891. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn du der Meinung bist, das Video ist auch für andere interessant, dann teile es doch bitte einfach.
Ansonsten abonniere einfach meinen Kanal, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.